Hallo zusammen und willkommen zurück zu Alleseinisch. Und zwar heute machen wir uns sowas hier, also wie ihr zwei Objekte miteinander morphen könnt. Es geht relativ schnell, deswegen zeige ich euch das mal. Und zwar, wir nehmen uns ein Objekt. Ist im Endeffekt egal, was ihr nehmt. Nur in unserem Beispiel bleiben wir halt an der Vorlage, die wir ja gerade gesehen haben. Das heißt, wir nehmen uns einen Würfel, gehen auf 100 mal, na nicht Meter, mal 100 mal 100. So, jetzt gehen wir auf Rundungen. Das wollen wir natürlich nicht so Ballform haben, sondern ein bisschen weniger. Gehen beispielsweise auf 5. Jo, das sieht auch schon mal nicht schlecht aus. Die Segmente lassen wir so. Jo, jetzt klonen wir uns das. Das heißt, strgc, strgv. Ziehen uns das hier mal raus, damit wir das sehen können. Und da das ja zwei dieselben Objekte sein müssen, um das zu morphen, machen wir hieraus jetzt einen Ball. Das heißt, aus der Rundungsgröße machen wir mal volle Kanne auf 50. Und jetzt haben wir da eine Kugel draus. Die sieht natürlich sehr bescheiden aus, weil halt so wenig Segmente sind. Das heißt, wir drehen die Segmente auch auf 40. Voilà, haben wir eine Kugel aus einem Würfel gemacht. Jo, jetzt morphen wir das alles. Und zwar, wir gehen auf MoGraph, gehen auf Klon, ziehen das beides hier in den Kloner rein, gehen auf, na, sorry, gehen auf Klon. Gehen bei Lineal, haben wir soweit alles, gehen aber bei Klon auf Überblenden. So, machen hier auf Anzahl 1. Und das ist die Basis. Ich zeige euch das mal, da kommen wir gleich nochmal zu. Aber wenn wir uns jetzt hier anhand eines, also Klon, haben wir die Effektoren. Und jetzt müssen wir uns einen Simple nehmen, damit wir die Übergänge sehen können. Ja, es heißt, wir gehen hier auf MoGraph Effector, gehen auf Simple. Wenn ihr, also müsst ihr ausgewählt haben, Cloner, wenn ihr da bei Effector das nicht sieht, dann geht ihr einfach mit Drag and Drop, nehmt den Simple und packt den hier rein. So, jetzt seht ihr aber ganz kurz, es hat sich bewegt. Das heißt, wir gehen hier bei unseren Simple-Positionen also weg, damit wir es 0 haben. Und wenn wir jetzt sehen, bei Klon verändern, sehen wir, okay, da tut sich was. Das heißt, es wird gemorpht. Das heißt, es ist die erste Kugel und auf 100% ist es der Würfel. Schon mal ganz nette Sache. So, jetzt sind wir aber noch nicht fertig, weil wir wollen es noch ein bisschen klonen. Das heißt also, wir wollen ein Gitter rausmachen. Das heißt, wir nehmen das Ganze, was wir haben, gehen, also wählen das alles aus. Beziehungsweise müssen wir nicht auswählen. Wir gehen erstmal auf MoGraph, auf Cloner, wählen dann alles drei aus und packen das hier in unseren Cloner rein. Dann gehen wir hier auf Klon 1, dann gehen wir auf Objekt, machen uns ein Gitter. So, und ja, das so ist das. Wenn wir jetzt beispielsweise auf Simple das selber wieder machen, dann seht ihr, das verändert sich alles hier. Das wollen wir natürlich nicht alles haben, aber, sorry, aber wir machen hier so ein bisschen ein paar Tweaks. Und zwar gehen wir hier erstmal auf unseren Klon, gehen hier auch erstmal, machen das ein bisschen länger. Das heißt, wir gehen auf 5 beispielsweise und auf, machen wir dann, da wir 5 haben, müssen wir die Größe 400 machen. So, und jetzt haben wir das ein bisschen länger gezogen. So, jetzt, wenn wir das jetzt wieder auf 100 ziehen, sehen wir, alles ist verändert. Das wollen wir aber nicht haben. Das heißt, wir wollen ein bisschen mehr Kontrolle haben und wir wollen auch, dass es stufenweise geht und nicht alles auf einmal. Das erreichen wir und zwar, indem wir bei Simple hier auf Abnahme gehen. Bei unseren Werkzeugen hier gehen wir auf Linienfeld und wir sehen schon, wir können alles anhand, alles was in den zwischen den Linien ist, wird halt gemorpht, weil das hat halt den Effekt. So, jetzt ist natürlich noch nicht die passende
Seite, also Position. Das heißt, wir gehen hier auf unsere Linien drauf und suchen uns in Reiterpositionen. Ach, by the way, wenn ihr das habt und ihr habt eine andere Farbe, nicht wundern, ihr könnt hier die Farben einstellen. Also könnt hier einfach die Farben umstellen. Also, wie gesagt, nicht relevant, nicht wundern. So, auf Linien suchen uns, wie gesagt, unser hier Richtung aus. Das müsste Y sein. Okay, Y plus allerdings. So. Und jetzt, wenn wir sehen, ups, okay, die Kurse brauchen wir nicht verschieben. Wenn wir jetzt das sehen, dann sehen wir, ah, das wird von Würfel zu Ball. Dann, ja, und das ist prinzipiell das ganze Geheimnis dahinter. Ist, wie gesagt, das nicht groß aufwendig, ist aber ein ganz cooler Effekt, könnt ihr coole Sachen mitmachen. Beispielsweise, da wir gerade dabei sind, machen wir uns das mal so ein bisschen wie Rauch, würde ich mal so ein bisschen sagen, beziehungsweise so Bälle, die aufsteigen. Können wir uns da mal machen. Und zwar machen wir uns, also zum einen können wir uns das jetzt Keyframe. Das heißt, wir gehen beispielsweise auf Key 1, gehen hier auf dieses Schlüsselsymbol, klicken einmal drauf, gehen auf unseren letzten Frame, ziehen uns das Ding runter, gehen wieder auf Keyframe und jetzt haben wir uns das schon mal die Animation gemacht. Heißt, wie ihr sehen könnt, verändert sich das ganz schick zu unserem Ball. So, jetzt wollen wir halt, dass es aufsteigt. So, und zwar der Trick ist, wir gehen hier auf unsere Kugeln, also weil die Würfel 1 haben wir ja als Kugel gemacht, gehen auf Rechte-Maustaste, gehen auf Simulationstag, gehen auf Rigid Body. So, wenn wir das jetzt, ja, seht ihr, es fällt runter, weil halt die Gravitation halt, ja, simuliert wird. Deswegen, wir gehen hier auf Datei, gehen auf, bin ich richtig? Nee, auf Bearbeiten, sorry, Projekt Voreinstellungen. So, dann gehen wir auf Dynamics und gehen bei der Gravitation nicht auf 1000, sondern machen einfach mal minus 200 rein. Also könnt ja machen, was ihr wollt, aber Minus ist halt, dass es aufsteigt. Heißt, wenn wir das jetzt keyframe, also beziehungsweise rendern, also laufen lassen, sorry, seht ihr, das steigt empor. So, jetzt ist das Ganze ein bisschen statisch, was mir jetzt nicht so gefällt. Das heißt, wir nehmen uns bei Animation, ne, bei Simulation, sorry, gehen auf Partikel, gehen auf Turbulenz. Bei der Turbulenz, also ich zeige euch das mal, wenn ihr jetzt ganz normal laufen lässt, verändert sich nichts wirklich. Heißt, wenn ihr auf Turbulenzen geht, könnt ihr hier die Stärken verändern. Das heißt, F5 geht mal auf, keine Ahnung, 50. So als Beispiel. Und ihr seht schon, ah, okay, das steigt schon individuell auf. Deswegen sieht ganz cool aus, auf jeden Fall. Ja. Also könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Ihr könnt natürlich mit ein paar Sachen rumspielen. Ihr könnt es gerne als irgendwelche Animationen benutzen. Wie ihr wollt, mit anderen Projekten ist es natürlich ganz cool kombinierbar. Ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet sowas lernen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder noch irgendwelche Wünsche für Tutorials, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Würde mich gerne freuen, das gerne umzusetzen. Und wie gesagt, wenn ihr wollt, lasst mir einen Daumen da. Daumen sowieso da, Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht den Kanal abonniert habt, gebt mir ein Abo. Würde mich echt freuen. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.